Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial, nun nicht wirklich in dem Fall, sondern zu einem kurzen Update zu diesem Channel. Und zwar möchte ich mich zunächst mal ganz herzlich bedanken bei allen, die diesen Channel abonniert haben und die Videos anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt, was mitgenommen für euch selbst, möglicherweise für die Arbeit, fürs Studium, also für die Schule, was auch immer. Wie gesagt, es freut mich. Ich freue mich über das Feedback, was ich bisher erhalten habe. Ich hoffe, dass in Zukunft da noch mehr kommt. Das heißt, wenn ihr wirklich mal kurz Zeit habt, dann bitte ich euch wirklich, gebt mir doch ein Feedback, gebt mir einen Daumen hoch oder auch einen Daumen runter. Sagt mir, was kann ich besser machen oder was wünscht ihr euch vielleicht, ja? Vielleicht ein spezielles Programm oder habt ihr spezielle Probleme, die ihr gern vorgestellt haben wollt? Zum Beispiel habt ihr vielleicht in Excel müsst ihr bei der Arbeit oder sonst irgendeine Sache lösen, wo ihr Schwierigkeiten habt, dann ladet die doch bitte hoch. Das kann auch VBA-relevant sein oder es könnte auch ein anderes Programm sein. Ja? Vielleicht möchtet ihr in CSS, in HTML, in was auch immer neue Tutorials sehen und dann schreibt doch das bitte in die Kommentare und vielleicht kann ich euch dabei helfen. Ja, vielleicht kann ich dazu Videos machen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob ich mit dem Programm selbst schon gearbeitet habe und wie weit ich da Erfahrung einbringen kann. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jede Art von Feedback. Das heißt, vielen Dank für alle Unterstützer, vielen Dank für alle Abonnenten. Teilt die Videos gerne mit euren Freunden. Es würde mich freuen, weil ich möchte natürlich, dass dieser Channel noch viel stärker wächst, um auch in Zukunft einfach noch mehr Videos zu produzieren zu können und euch allen auch damit zu helfen, euch zu unterstützen. Und deshalb nochmal vielen Dank für alles und wir sehen uns im nächsten Video.